Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkinokanal. Wir haben einen neuen Projektor, der ist aus dem Hause LG und der ja, ist für einen Anwenderkreis entwickelt worden, der nicht so der typische Heimkinomensch ist, sondern vielleicht so das Beste aus beiden Welten kombinieren möchte. Nämlich einmal möchte er einen Beamer haben, der auch mal für Präsentationen geeignet ist. Und das andere will er mit diesem Projektor auch vielleicht mal unter schwierigen Lichtbedingungen trotzdem ein kontrastreiches, sehr helles Bild haben. Und beides in einem vereint eben jetzt dieser neue Projektor, der heißt LG ProBeam BO50N. Ich weiß bis heute noch nicht, wer sich die Namen ausdenkt. Auf jeden Fall, ich habe es mir einigermaßen merken können. Und es handelt sich hierbei um einen Projektor, der mit der entsprechenden Lasertechnologie arbeitet. Und diese Lasertechnologie, die schafft bis zu 5000 Ansilumen. Das ist eine Menge Holz in so einem extrem kleinen, kompakten Gerät. Und da haben wir uns gedacht, den gucken wir uns mal etwas genauer an. Denn der soll Mitte Juli 2020 auf den Markt kommen. Wird dann auch einen sehr attraktiven Preis haben. Weitere Infos findet ihr bei uns auf der Homepage. Und ja, verdient es einfach eindeutig vorgestellt zu werden. Denn erstmalig hat LG mit diesem Projektor ganz neues Terrain betreten. Bis dato ist die Firma ja bekannt mit sehr kreativen, innovativen Projektoren, die so ganz besonders klein waren, die ersten Ultra-Kurzdistanzgeräte waren. Im Moment ist das Flaggschiff der Vivo eindeutig. Das ist der Projektor, der bereits bei knapp 7 cm Abstand von der Wand, von der Leinwand bereits schon Bilder von knapp 2 Meter Breite machen kann. Immer aufpassen, gut zuhören. Ich rede nicht unbedingt gerne von der Diagonale, ich rede immer gerne von Breite, weil das ist auch das Maß, was den meisten wirklich hilft, wenn sie zu Hause sind und dann entsprechend prüfen, ob denn ein solcher Projektor mit einer solchen Leinwand auch reinpasst. Also Breite war's. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier noch eine etwas ältere Präsentation und ich denke mal, mit unserer Kamera kann man schon sehr schön sehen, wie, ich sag mal, kontrastreich das Bild ist, obwohl es hier verdammt hell in diesem Raum ist. Die Leinwand, eine unserer ersten neuen motorischen Bodenleinwände, in dem Fall die weiße Variante, die wir hier im Einsatz haben und das in Kombination mit dem Projektor, würde mir bereits schon viel Spaß machen, wenn hier 10, 20 Leute sitzen, weil die können gut das Ganze erkennen aus einer Entfernung, ja, die ja schnell so 5, 6, 7 Meter sein kann. Wir haben einen sehr großen Zoom-Bereich. Ich blende mal einige Bilder ein, die wir jetzt heute Vormittag gemacht haben. Wir haben einen sehr großen Zoom-Bereich. Wir haben sogar ein Lens-Shift. Das heißt, ich kann mit diesem Projektor tatsächlich nach oben, nach unten wandern. Ich kann auch noch nach rechts, nach links gehen. Das sind Eigenschaften, die man relativ selten bei diesen kompakten DLP-Projektoren vorfindet. Und wie gesagt, die Kombination an hoher Lichtleistung, dann Laserlichtquelle, die dann heißt bis zu 20.000 Stunden Laufzeit. Und jetzt kommt's. Und dann noch die 4K-Fähigkeit, weil wir können hier mit dem DLP-Chip können wir die Auflösung von bis zu 3800 per gequetscht, also die berühmte 4K-Auflösung, darstellen. Das ist kein sogenannter nativer, aber wenn man sich die Technik anschaut, wie der es schafft, aus dem vorhandenen Pixel nochmal weitere Punkte mehr oder weniger ganz schnell zu projizieren bei der hohen Auflösung, dann werdet ihr feststellen, dass hier wirklich keine Details verloren gehen. Also selbst der Architekt, der hier vielleicht einen extrem hochauflösenden Plan mal groß präsentieren möchte, der kann das ohne Probleme machen. Wir haben hier jetzt ein Powerbook angeschlossen, was hier in der Lage ist, die verschiedensten Auflösungen auch sehr schön zu skalieren. Und wie wir sehen, da ist alles da und zwar gestochen scharf. Also das sind so die wesentlichen Merkmale, die jetzt im ersten Moment der Projektor hat. Das war mein Screensaver, den wollen wir natürlich auch mal demonstrieren. So wunderschön ist der. Also das heißt, dieser Projektor in Kombination mit dieser Leinwand, hervorragend für Präsentationen geeignet. Es gibt allerdings noch einige Sachen und jetzt wird es ganz besonders interessant. Ich sagte ja am Anfang, für alle die, die vielleicht mal vorhaben, mit einem solchen Projektor auch mal dann am Feierabend noch mal abends vielleicht Fußball zu gucken oder sogar einen Film, gar kein Problem, denn wir sind hier in der Lage, mit dieser Quelle, das heißt UHD-Quelle, auch wirklich die UHD-Qualität zu zeigen, sogar mit HDR. Ich will da mal kurz ins Menü reingehen, damit wir das ein oder andere mal eben uns anschauen können. Das Menü selber ist relativ bekannt durch die ganzen LG-Fernseher und eben auch Projektoren. Hier an der linken Seite sind die wesentlichen Merkmale des Projektors und hier sieht man dann eben direkt schon mal so verschiedene Modis, mit denen wir also gleich arbeiten können. Hier haben wir noch die Möglichkeit, die Auflösung, also das Format zu ändern. Hier haben wir sogar einen eingebauten Lautsprecher. Wir können aber jederzeit auch mit externen Lautsprechern arbeiten und es gibt noch einige Sachen, die ganz besonders interessant sind für die Kombination als Präsentationsprojektor. Beispielsweise
Ja, da gibt es ja von Intel dieses entsprechende drahtlose Übertragungssystem. Das gibt es. Und es gibt noch ein weiteres System. Ich blende es mal eben kurz ein. Kommt mir gerade wieder der Name nicht. Also es gibt sogar Möglichkeiten, vom Rechner drahtlos zu übertragen. Das heißt, ich brauche noch nicht mal unbedingt ein HDMI-Kabel. Aber wenn wir nochmal zurückgehen in das Hauptmenü rein wollen, hier sieht man eben die verschiedenen Voreinstellungen, die wir zur Verfügung haben. Ich habe hier im Moment noch ein sogenanntes Vorseriengerät. Also da ist noch nicht mal die deutsche Sprache drauf. Aber wir sehen also, wir haben hier verschiedenste Voreinstellungen bis hin zu HDR-Simulation, aber spätestens wenn HDR in der Quelle ist, ist das Bild entsprechend kontrastreicher nochmal da. Ein ganz wichtiger Punkt, alle Ärzte unter euch oder alle die in Krankenhäusern arbeiten, da sind besonders hohe Anforderungen an Monitore und Projektoren, weil es da wirklich um die, ja, ich sag mal, genaueste Farb- und Kontrastwiedergabe geht. Dieses Gerät entspricht also ein oder erfüllt einen entsprechenden medizinischen Standard. Ich blende auch den nochmal kurz ein. Das heißt also, dieser Projektor ist tatsächlich geeignet, unter anderem auch Röntgenbilder zu demonstrieren, ohne dass wir das Gefühl bekommen, da sind ein paar Sachen, die da nicht reingehören oder die da nicht hin sollten, weil der kann es wirklich pixelgenau und auch von der Farbreinheit her hervorragend zeigen. Und das ist schon eine, ich sag mal, Auszeichnung, die dieser Projektor hat. Den hat eben nicht jeder Projektor. So, und in einem solchen sensiblen Bereich, da muss man das schon berücksichtigen bei der Auswahl. Gehen wir nochmal weiter. Wir haben natürlich dann weitere Einstellungen, die kennen wir alle aus dem aus den Videoprojektoren. Die haben wir auch hier im Präsentationsbereich. Farbtemperatur kann man alles einstellen. Wir haben sogar eine Zwischenbildberechnung. Das wäre eine Variante, die geht. Also das sind alles Einstellungen, wie wir sie bis dato nur von sehr hochwertigen Videoprojektoren gekannt haben. Und die sind eben in diesem, ja, ich sag mal, Multimedia-Kombinationsprojektor eben schon direkt integriert. Ja, selbst die Schärfenanhebung können wir hier durchführen, das ist die sogenannte Super Resolution. Also das sind auch Sachen, die gehen und die wir alle schon, ich sag mal, sehr lieben gelernt haben im Bereich der klassischen Videoprojektoren aus dem Hause LG oder der Fernseher. Ne? Also selbst eine Zwischenbildberechnung, die dafür sorgt, dass das Bild sehr glatt in der Bewegung dargestellt wird und nicht dieses typische Tüt-Tüt-Tüt-Tüt, das sind hier aktivierbare Funktionen. Es gibt zwei HDMI-Eingänge, die wir nutzen können. Wir haben auch USB-Anschlüsse, da kommen wir gleich zu. Und wir haben sogar die Unterstützung von diesem sogenannten HD-Base-T-Standard. Das heißt also, selbst über ein Netzwerk könnten wir Video übertragen, Bild und Ton. Das sind Sachen, die also gerade im Industriebereich sehr beliebt sind, diese Standards, und die also dieser Projektor auch unterstützen kann und würde. So, gucken wir nochmal weiter. Wir haben ja gesagt, Sound gibt es auch noch Möglichkeiten von der Einstellung her. Da gibt es also eben über den eingebauten Lautsprecher was. Wir könnten aber auch externe anschließen. Selbst Bluetooth ist in Kombination zu verwenden. Also das würde auch noch gehen. Gehen wir nochmal zurück hier. Darüber hinaus gibt es natürlich Einstellungen, wie beispielsweise die Helligkeit zu verändern. Also es gibt drei verschiedene Helligkeitsstufen. Der bleibt noch sehr leise, selbst wenn er also im Maximal-Laser-Modus läuft mit bis zu 5000 Lumen. Und somit kann man ihn gut in einen auch kleinen Konferenzraum reinbringen und hat nicht das Gefühl, hier hat gerade jemand den Föhn mitgebracht. Oder natürlich zu Hause die gleiche Situation. Und was auch ganz nicht uninteressant ist, er hat eine verdammt aufwendige, ich gucke mir das nochmal eben hier an, eine verdammt aufwendige und wirklich gut funktionierende Trapezkorrektur. Das heißt also, wir können wirklich sehr, sehr gut, auch selbst wenn wir mal auf eine schräge Fläche projizieren, können wir also jederzeit wirklich sehr, sehr gut die schiefe Wand, die wir da vielleicht haben, entsprechend ausgleichen und haben dann da also wirklich ein rechteckiges Bild, ohne dass wir das Gefühl bekommen, jetzt gehen mir hier die Pixel verloren oder ich habe vielleicht sogar einen sichtbaren Schärfenverlust. Das muss man ganz klar sagen, das ist jetzt hier wirklich nicht der Fall. Also das klappt sehr, sehr gut. Das kann man also hier über die gesamte Fläche machen. Das heißt nicht nur horizontal, vertikal, selbst wenn ich sogar eine Welle hier im Bild habe, wäre das auszugleichen. Kann man das also auch machen. Daher haben wir uns eben überlegt, also ne, ich habe einen sehr guten Screensaver, wie man gerade sieht. Ja, wie auch immer, also es ist eben ein Projektor, wo wir sagen würden, jawohl, ruhigen Gewissens können wir den gut benutzen für gewerblich, wie gesagt, für privat, aber natürlich auch nur für privat. Wenn es aber nur privat sein sollte, dann würden wir ehrlicherweise empfehlen, ein bisschen anders vorzugehen, was die Leinwandplanung angeht. Wir haben ja hier eine weiße Leinwand, die, wie gesagt, hier in sehr heller Umgebung ist. Wenn ich jetzt sowas wie diese, ich sag mal, Schriften hier präsentiere, ist der Schwarzwert, der Kontrast jetzt nicht so die höchste Priorität. Allerdings ist es so, dass wenn wir natürlich jetzt anfangen, mit Videos zu arbeiten oder auch mit Bildmaterial, dann macht es schon Sinn, mal über eine sogenannte Hochkontrastleinwand nachzudenken.
Und bei den Hochkontrastleinwänden, da ist natürlich immer auch die Frage, ja, wie hell ist denn überhaupt der Projektor? Weil eins ist klar, eine Hochkontrastleinwand schluckt natürlich auch eine gewisse Helligkeit. Und wir wollen natürlich nicht, dass es zwar schwarz ist, aber wenn da von mir aus Schnee zu sehen wäre, dass der ziemlich duster aussieht. Das wollen wir natürlich auch nicht unbedingt. Und ich glaube, ich kann ganz gut mal demonstrieren. Da müssen wir mal zurück und der Andreas kann ja mal folgen. Ich habe das ja hier alles aufgebaut, dass wir mal schauen, wie das denn aussieht, wenn ich jetzt beispielsweise mal eine Präsentation hätte von Bildern. Diese Bilder kann man sich einmal hier mit dem USB-Stick, ich nehme es mal hier, stecke das jetzt hier hinten rein. Und dann kann ich über den eingebauten Media Player, den wir hier haben, der blendet sich auch sofort hier ein. Also das heißt, ich kann vom USB-Stick aus direkt meine Bilder, ich kann auch beispielsweise meine, was haben wir denn, Bilder, wir haben Video, wir könnten auch Musik, das alles könnte ich abspielen, weil der Media Player eben hier vorhanden ist. Und alternativ könnte ich auch drahtlos die entsprechenden Inhalte von meinem Handy auch teilweise übertragen. Ich muss manchmal nur eine separate App haben. Aber hier haben wir, wie gesagt, jetzt die entsprechenden Media Player drin. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne dieses oder jenes Bild mir hier anschauen, ja, dann klicke ich jetzt einfach mal drauf. Das geht auch ziemlich flott, dass man also jetzt hier seine Bilder sich hier anschauen kann. Weiß nicht, vom letzten Urlaub vielleicht oder vom vorvorletzten. So, dann wähle ich das hier aus. Und dann haben wir in erster Hinsicht erstmal schon mal ein ziemlich schnell aufgebautes, sehr kontrastreiches Bild. Wir haben eine enorme Auflösung hier vom Originalbild, wie ich gerade hier sehen kann. Und das wird auch hier verdammt klar und scharf dargestellt. Also für jemanden, der jetzt seine Urlaubsbilder endlich mal groß und wirklich in einer pixelfreien Auflösung sehen möchte, ist das sicherlich auch nochmal eine sehr interessante Möglichkeit. Spannend wird es natürlich dann, wenn jetzt wirklich eine Menge, ich sag mal, Dunkelheit zum Vorschein kommt im Bild. Und das machen wir mal hier mit dem Beispiel. Da kann ich also jetzt hier bei diesen Lichtverhältnissen nicht mehr so viel erkennen. Jetzt sind wir in dieser typischen, ich sag mal, Kontrastfalle angekommen. Das ist der Grund, warum ich ja auch in vielen Räumen dann spätestens einen Raum abdunkeln muss, weil Star Wars kannst du nur nicht bei Tageslicht auf einer weißen Leinwand erkennen, weil ich kann kein Schwarz darstellen. Ne? Also das geht noch hier. Ich weiß auch noch, dass es das Empire State Building ist. Aber wenn ich mehr sehen möchte, dann würde ich mal überlegen, über eine entsprechende Hochkontrastleinwand nachzudenken. Und die haben wir ja nun mittlerweile auch verfügbar. Und jetzt kommt wie durch Zauberhand da im Hintergrund das Bild zum Vorschein, was deutlich plastischer und kontrastreich ist und was, glaube ich, über die Kamera schon einen sehr guten Mehrwert rüberbringt und einen sehr guten Eindruck vermitteln kann, wie ich jetzt in dieser Kombination mit einer Hochkontrastleinwand und diesen Lichtverhältnissen ein ja, super kontrastreiches Bild habe, wo auch wirklich schon mehr Schwarz sichtbar wäre. So, diese Leinwand ist auch eine motorische Bodenleinwand, die wir ab sofort endlich wieder verfügbar haben. Die gibt es bis zu 2,66 Meter. Hier haben wir jetzt gerade 2,04 Meter im Einsatz. Und diese Leinwand, wir können mal weiter gucken, wenn ich jetzt natürlich wieder meine hellen Bilder habe. Wie sieht denn sowas dann aus? Gehen wir da mal rüber, gucken wir mal. Das ist natürlich in Kombination mit 5000 Lumen, die wir hier zur Verfügung haben, und zwar ANSI-Lumen, immer wichtig, ne? Nicht, dass wir hier alles durcheinander bringen, dann sieht das schon ziemlich cool aus. So, und hier kann ich dann natürlich auch meine Filme gucken und spätestens, wenn der Raum abgedunkelt wird, weil das ist natürlich auch kein Nachteil, wir machen das mal eben, das heißt also, jetzt kriege ich mal eben hier auf meine Steuerung und sage, in diesem Raum möchte ich jetzt gerne mal, wenn es geht, weniger Licht haben, dann kann ich dieses Licht hier reduzieren, habe zwar noch Licht von der Seite, also von den Fenstern oder ähnliches, aber ich habe schon einen bereits großen Vorteil in der Wiedergabe, in dem Kontrast. So, da sind wir, machen wir das mal aus und siehe da. Wir haben noch eine Menge Licht im Raum, aber trotzdem das Ganze in Kombination, das sieht schon aus wie ein riesen Mega-Fernseher. Ne? Natürlich können wir uns auch bewegte Bilder anschauen. Ich kann ja mal zurückgehen und zeige auch das nochmal eben. Ich liebe es, diese spontanen Ideen immer wieder, aber gut. Ne? Hier haben wir noch ein paar nette Bildchen hier. Alles hier, zack. Der ist auch ziemlich flott im Aufbau dieser Bilder, weil die haben schon ein paar Mbits, ne? 10 MB hier. Das sieht doch gut aus. Ich denke mal, das kommt gut über die Kamera, hoffe ich mal. Ne? Kamerakind Andreas lächelt und wackelt mit dem Kopf. Das sieht eigentlich danach aus, dass es gut ist. Und wenn wir jetzt sagen, wir möchten jetzt mal bei Video nochmal reinschauen. Ich müsste hier irgendwas auch in Form eines Videos haben. Machen wir das mal. So, Musik gibt es natürlich auch zu hören.
Also, das sieht schon ziemlich anders aus, glaube ich mal, auch über die Kamera zu sehen. Ne? Besser kann man es gar nicht zeigen. Kontrast, Schwarzwert, was da so geht. So, machen wir wieder Licht an. Summa summarum, halten wir mal fest. Ein universeller Projektor, ziemlich flexibel aufzustellen, kann auf den Tisch gestellt werden, kann aber auch, wenn wir möchten, über Kopf gehängt werden. Wie gesagt, über das Lensshift kein Problem. Hat einen sehr großen Zoom-Faktor, Faktor 1,6 heißt, der ist also schon für viele Räume geeignet, da eingesetzt zu werden. Und geht auch. Und wir haben alle wichtigen HDMI-Eingänge, ist für den Dauerbetrieb natürlich geeignet, kann auch zum Zocken genutzt werden, hat einen ziemlich guten Input-Lag, der also die meisten Spielern wirklich Spaß macht und haben auch einen Spielemodus hier zur Verfügung. Also alles summa summarum, ziemlich universelles Kerlchen. Ab Mitte Juli verfügbar und da bieten wir natürlich auch entsprechend die verschiedenen Leinwände an. Die Leinwände selber sind natürlich wirklich für zu Hause gedacht. Es gibt ja noch eine dritte Leinwand, die haben wir dann mit diesem berühmten Geräusch. Das sind ja dann die mit den kleinen Rillen, die dann wiederum mit den UST-Projektoren, Gottes Willen, ich kriege das hier heute noch zu Ende, also mit den Ultra-Kurzdistanz-Projektoren hervorragend geeignet werden. Und somit bietet es die Möglichkeit, einen solchen Projektor in Kombination mit einer solchen Leinwand ja nahezu zu verstecken, hinters Möbel beispielsweise. Und ich sehe dann nicht unbedingt immer die graue Leinwand, sollte die vielleicht aus welchen Gründen auch immer, meistens sind es ja die optischen Gründe, stören. So sieht's aus. Ja, also, halt mal fest. Macht Spaß, das Ding. Ist wirklich ein cooles Teil. Hat mich sehr gefreut, dass wir den als einer der ersten mal sehen konnten. Und ihr solltet jetzt das Ganze euch auch mal anschauen. Und wenn ihr euch mehr anschauen wollt, wir haben ihn natürlich mit allen wichtigen Quellen da. Und für jemanden, der das Ganze für Präsentationen nutzen möchte, kann ich nur sagen, bitte Termin machen, Rechner mitbringen und dann schließen wir das mal an, damit man das mal wirklich live sehen kann, wie vielleicht die eigene Präsentation in Kombination mit einem solchen Projektor auf der Leinwand wirkt und wie das Ganze aussehen kann. So, wenn es euch gefallen hat, würde uns freuen, macht ein Like und denkt an das Glöckchen da, damit ihr auch wisst, wenn wir wieder ein neues Video machen. Und ja, wir werden auch den 6700er von Denon in Kürze natürlich fertig machen vom Video her. Wir haben ein bisschen gewartet, weil wir wollten die Spannung ein bisschen anhalten. Ich weiß, da wird ja massig spekuliert in allen Foren dieser Welt. Lieber Burg M oder wie auch immer du dich nennst im wahren Leben. Also nein, das sind alles Spekulationen, die du dir gesagt hast. Nächstes Mal ruf einfach an, bevor du was schreibst, dann kannst du uns ja einfach mal fragen und wir sagen dir auch die Gründe, bevor die ganze Welt sich den Kopf zerbricht, warum bei uns das Video eine Woche länger nicht veröffentlicht worden ist. Ja, ich wünsche euch was. Viel Spaß. Dann, ciao.